Steuern senken, damit die Allgemeinheit mal etwas entlastet wird. Und dann wird sich das Ganze auch wieder erholen können, indem dass die Leute mehr Geld zur Verfügung haben und können das auch investieren. Ja gut, man könnte die Steuern noch so lassen, aber dann diese Bildungspakete zum Beispiel weitermachen, Studiengebühren zum Beispiel niedriger halten. Jetzt zum Beispiel aus Niedersachsen kommen wir und da sind die Studiengebühren halt ziemlich hoch. Hier sind sie halt anders und sowas sollte man halt eben anpassen. Ich denke, Investition ist auf jeden Fall wichtiger als der kurzfristige Konsumerhalt für die Bürger selber. Ja, auf jeden Fall eine Schuldentilgung. Also würde ich sagen. Ich denke, eine ausgewogene Sache vorzunehmen. Einerseits Leute zu entlasten, die es wirklich nötig haben und auf gar keinen Fall Steuern zu senken. Denn erstens sind das Schätzungen. Man weiß sowieso nicht genau, wie die Sache werden wird. Und sicherlich gehen wir in den Konjunkturzyklen auch wieder anderen Jahren entgegen. Und von daher ist ein Polster einerseits besser, also keine Steuern zu senken, und auf der anderen Seite die Leute zu entlasten, die es wirklich nötig haben.